Hallihallo, willkommen zurück, ihr lieben Zuschauer, hier beim Zelda-Let's Play, da geht's jetzt weiter. Und ich werde einfach gucken, ob ich auch das Herzteil bekomme, denn die Wege hier waren ganz doll komisch. Ich hoffe einfach mal, dass ich ankomme. Ich schwimme hier einfach irgendwie doof und es geht nach oben, okay? Was haben wir hier? Was haben wir? Hä? Ah, das Herzteil, geil. Cool, wir haben das Herzteil. Und einen weiteren Herzcontainer. Woo, yeah. So, DJKR. Ich habe doch noch ein Herz geholt. Zufrieden? Ja. Ja, der DJKR, das ist auch noch ein guter Let's Player. Ein sehr guter Freund von mir. Durch ihn bin ich auch zum Let's Playen gekommen. Er hat mir ziemlich viel Tipps gegeben und alles Mögliche. Also, ich kann einige seiner Videos nur weiterempfehlen. Der sagt auch manchmal lustige Sachen. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde ihn eigentlich ziemlich in Ordnung. Er ist ein ziemlich guter Typ, ziemlich nett und alles. Und ja, er macht zum Beispiel Let's Play-Videos von Ganbare Goemon oder wie auch immer man das ausspricht. Und ich habe das Kinderrecht. Jedenfalls, ihr könnt euch ruhig mal den DJKR anschauen. Der ist eigentlich voll in Ordnung und so. Ist voll lustig. So, okay. Jetzt vergessen wir mal ganz schnell den DJKR und machen hier weiter. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Okay, jetzt zockt er mir gleich nochmal ein paar Masken ab. Ist ja voll fies, ne? So richtig fies, ey. Aber ist ja nicht schlimm. Denn das hilft ja, das hilft uns allen ja nur. Ja, darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig Wahre, was mag das wohl sein? Ich frage mich, wenn du das einzig Richtige machst, macht das wirklich alle zufrieden? Ich glaube nicht, dass es alle zufrieden macht. Irgendjemand hat immer was zu meckern. Nee, ist immer so. Egal, was ich mache, das gefällt vielen und viele finden es auch wieder richtig doof. Das ist ganz komisch, jeder hat seine eigene Meinung. Naja gut, hier ist das letzte Kind. Hallo. So, Kumpel, du bleibst stehen. Ich muss dir nämlich Masken schenken. Und ich möchte mit dir spielen. Spiel eine Runde Fange oder so. So, okay, hallo. Schönes Wetter, ne? Alles klar. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen unlogisch. Wir sind in einem Mond. Da ist eine riesige Wiese mit einem Baum in der Mitte. Schöner Himmel. Und da sind fünf Kinder, die hier rumspielen. Das ist doch voll komisch. So, und der Typ will noch einer. Hat er. Kann er haben. Kann er alles haben. Dankeschön. Du bist ein netter Kerl. Oder etwa nicht? Juhu, jetzt spielen wir Verstecken. Verstecken, lol. So, jetzt sind wir in dem Teil, wo wir als Link spielen. Und da finden wir was. So, ich rüste erstmal ein paar Sachen aus, die ich eventuell brauche. Ich glaube, das brauche ich und das nehme ich mir einfach auch noch. Irgendwie so war das. Keine Ahnung, ne? So, hier haben wir ein bisschen Magie. Cool. Und wir gehen rein. Die Tür geht zu. Oh nein. Was kommt da? Ah! Unser Freund, den kennen wir doch. Wie ist der? Irgendwas mit Dino oder so. Naja, okay, ich lasse den mal einfach hier so spielen. Lol, der ist tot. Ah, die Schmirgelklinge ist echt super. Okay, wir können weiter. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Lololololo. Nein, hier ist nichts. Okay, Leute, irgendwie bin ich wieder ein bisschen glücklich. Keine Ahnung, warum. Scheiße, ey. Warum habe ich die Maske der Wahrheit weggegeben? Naja, egal. Okay, was jetzt? Hier kommt... Ah, ein Garo-Typ. Tschu. Lol. Stirb. Oh mein Gott, das hängt ja voll. Attacke. Nju. Ah, ich brenne. Ich brenne. Stirb. Ja. Nee, lass mich mal in Ruhe, du. Oh, der ist voll gemein, Leute. Nein, ach Link, nicht verzagen. Ach nö. Lol. Haha, besiegt, haha. Ich glaube, der ist tot. Eine Bombe, ja klar. Okay, da oben muss ich hin, denn hier muss ich hin. So in etwa. Lol, so, Fanghaken. Peng. Alles klar, was haben wir hier drin?
Pfeiler? Ja, wusste ich's doch. Lol. Okay, was haben wir hier? Ein Stein. Cool. Und ein Eisenprinz. Oh, guck mal, der ist ja voll lieb, ey. Hallo. Nju. Ich weiß, wie ich den besiege. So, ich nehme das Feenschwert. Das ist schon schön stark. Stirb. Wow. Attacke. Wow, Attacke. Lol. Oh nein, was mache ich denn da? Attacke, stirb, stirb. Okay, der Eisenprinz ist tot. Jetzt müssten wir eigentlich Krabbelmühlen bekommen, denn die brauchen wir. Eine Kiste. Geil. Oder so. Okay, jetzt muss ich schauen, denn ich bin mir nun nicht sicher. Okay, und an der Decke war, glaube ich, auch irgendwo was. Oder auch nicht, aber... Ach, ist egal. Ich würde sagen, ich mache einfach mal das Ding da auf. So. Hä? Ach nee, oder? Das finde ich jetzt gar nicht gut. Ah, bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp. Und. Nein! Ich probiere es nochmal. Ah, bitte funktioniert. Komm schon, Krabbelmühle, komm schon. Ja, geil. Und ich brauche einen Pfeil. Peng. Alles klar. Ups. So, was jetzt? Ah, eine Leiter. Okay, dann muss ich einen Raum nach vorne irgendwie so. Hier muss ich dann hin. Denn hier irgendwo gibt es nämlich noch ein Herzteil zu holen. Und das war auch irgendwie in der Wand mit so einem Loch oder... Keine Ahnung. Aber, wo ist denn hier? Ein Loch? Hä? Nee, hier ist nichts. Leute, das ist komisch. Hier ist nichts. Ach, obwohl, auf ein so ein Herzteil kann ich ja verzichten. Ich schaue mich hier nochmal um. Und naja, wenn ich nichts finde, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber doch, hier irgendwo war doch immer irgendwas. Ja, okay. Lass ich's, ich lass sein. So. Okay. Wir gehen hier durch. Und was haben wir hier? Was? Ein Herz. Aloy? Ein Herz. Okay. Habe ich auch nichts dagegen. Ah, und hier ist an der Decke die, dieses Loch an der Decke. Ihr wisst schon. Ach, scheiße. Ich probiere es so. Wenn es nicht klappt, dann... Naja, ist alles kaputt. Ey, du musst explodieren. Wie weit will die denn krabbeln? Ich schieße sie einfach ab, wenn die oben ist. Peng. Hä? Och Mann. Wie soll ich das schaffen? Das ist jetzt gar nicht toll. Das ist ganz und gar nicht toll. Ich will nicht hier irgendwie festhängen. Bum, 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 bum. Leute, das ist unfair. Das ist ganz, 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 ganz doll unfair. Dieses Spiel treibt ein böses Spiel mit mir. Lol. Das war ein doofer Spruch, ich weiß. Tut mir leid. Ach so, ja, ich habe eine Idee. Oh, okay, ich hab's geschafft. Alles klar. Ich wollte gerade noch... Hätte das nicht geklappt, dann hätte ich ein bisschen länger gewartet. Denn die Mine, die ist ja irgendwie schon aktiviert, wenn man sie rausholt. Und dann so ganz komisches Zeug und... ist egal. Ich habe jetzt Auge aufgemacht und... alles cool, alles easy. Ja, ich kann durch und unser letzter kleiner Freund ist hier. Juhu. So, dann geben wir ihm mal schnell die letzten Masken. Hallo. So, Maske. Zack. Zack, Maske. Bums, 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 tralala. Mehr. Oh, wie gierig die alle nach Masken sind. Haha, dankeschön, du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Dein wahres Antlitz, welch ein Gesicht trägst du? Ich frage mich, das Gesicht unter der Maske, ist das dein wahres Gesicht?
Ich trage keine Maske. Nein, nein. Höchstens mal so ein cooles Halstuch, so. So ein Bombenleger-Halstuch. Lol, okay. Oh, jetzt muss ich noch schnell hinrollen. Und Leute, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Denn wir sind hier fertig, praktisch. Im nächsten Video kommt der Endkampf. Der allerletzte, letzte Endkampf. Der Kampf der Letzte. Der letzte Kampf, der letzte ist. Ihr wisst ja, was ich meine. So Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.